Essen ist Kultur, manchmal gar Kunst, ist Geschmackssache. Essen ist vor allem aber lebensnotwendig, ist Brennstoff für den Körper. Genug zu essen wird immer knapper. Die Weltbevölkerung wächst rasant. Im Fokus der Forscher: Fleisch, Getreide, Fisch. Konzerne und Außenseiter auf der Suche nach Optimierung und Alternativen. Fleisch, ob roh gebraten oder gekocht, eines der wichtigsten Bestandteile der täglichen Nahrung. Und die Menschen essen immer mehr davon. Im Jahr 1900 aß der Deutsche im Durchschnitt 18 Kilo. Im Jahr 2000 waren es bereits 41 Kilo. Ein enormer Zuwachs, ermöglicht durch Züchtung ertragreicher Rassen, verbessertes Futter und die Automatisierung von Haltung und Schlachtung der Tiere. Dummersdorf bei Rostock, das Forschungsinstitut für die Biologie landwirtschaftlicher Nutztiere. Hier sind Forscher dem Fleisch der Zukunft auf der Spur. Schmackhaft, nahrhaft, artgerecht, umweltfreundlich. Morgens im institutseigenen Versuchsschlachthaus. Regelmäßig werden hier Rinder geschlachtet und genauestens untersucht. Die Forscher interessiert alles: Blut, innere Organe, Fett, das Fell des Tieres und das eigentliche Muskelfleisch. Alles muss sehr professionell und schnell gehen. Hier werden biologisch sehr sensible Materialien gewonnen. Zum Beispiel sind unsere Molekularbiologen an RNA-Proben interessiert und die werden teilweise innerhalb von Minuten abgebaut. Deswegen ist es erforderlich, dass wir hier ausgesprochen schnell und Hand in Hand arbeiten. Ausgewählte Fleischstücke und Organbestandteile werden in Minutenschnelle seziert und schockgefrostet. Später in den Laboren biochemisch und molekularbiologisch untersucht. Die geschlachtete Kuh ist eine Kreuzung von Milch- und Fleischrindern in der zweiten Generation. Ein echter Langzeitversuch. Bereits seit 10 Jahren werden so Proben gewonnen, um die Genetik, Muskelstruktur und Milchproduktion besser verstehen zu können. Das Fleisch des Rindes wird auf seine Qualität und Zusammensetzung untersucht. Zu Hackfleisch verarbeitet, verrät das Steak einiges über seine Konsistenz. Zu ca. 75% besteht es aus Wasser und Muskelfleisch mit ganz wenig Fett. Ein großes Plus für die zunehmend gesundheitsbewussteren Verbraucher. Dies führt andererseits aber zu Problemen, wie Steffen Mark, der Leiter der Abteilung Muskelbiologie und Wachstum, weiß. Wir haben generell ein Fleisch von einer ausgesprochen hohen hygienischen Qualität, was heute im Handel angeboten wird. Probleme existieren bei einigen Tierarten wie beim Schwein, das durch die Konsumentenwünsche nach besonders magerem Fleisch mittlerweile der Fettanteil im Fleisch so gering ist, dass das negative Auswirkungen auf die Geschmackseigenschaften hat. Hier gilt es, wieder eine gewisse Balance zu finden. Beim Rind stellt sich das eher anders dar. Dort versucht man, den Fettgehalt auf einem Optimum abzusenken. Das Ziel der Forscher: eine ideale Züchtung für die Zukunft. Rinder, die möglichst wenig Futter verbrauchen und gleichzeitig möglichst wenig überflüssiges Fett anreichern. So ein perfektes Tier wäre auch für die wachsende Weltbevölkerung von Vorteil. Das ist sicher ein sehr wichtiges Problem in der Zukunft, dass wir praktisch mit den Tieren um die gleichen Ressourcen konkurrieren. Das heißt, das Getreide ist auch direkt für die menschliche Ernährung einsetzbar. Und hier liegt eben auch unser Ansatzpunkt, dass wir versuchen, diesen Prozess der Erzeugung tierischen Proteins effizienter zu gestalten. Also aus weniger Getreide zum Beispiel, was der menschlichen Ernährung entzogen würde, mehr Fleisch zu produzieren. Konkret würde das bedeuten, dass man versuchen müsste, die Produktion von Fleisch für die Ernährung mit der zwangsläufig gekoppelten Produktion von Fett, was weniger wertvoll für die Ernährung ist, abzukoppeln. Und wenn wir die Mechanismen erkennen, die diesen Verteilungen der Nährstoffe im Tierkörper zugrunde liegen, sind wir in der Lage, dort Einfluss zu nehmen. Bis dahin ist es jedoch noch weit. Und der Mensch will weiterhin mit Genuss essen und schlemmen.
Die Kühe auf der Weide sind weltweit gesehen mit die größten Verursacher von schädlichen Gasen. Ihr Ausstoß an Kohlendioxid und Methangas belastet die wichtige Ozonschicht rund um die Erde. In Dummersdorf werden diese Gase wissenschaftlich untersucht. Mit einer weltweit sehr seltenen Untersuchungsmethode. Mit Hilfe dieser Respirationskammer können wir Energieumsatzmessungen durchführen. Das heißt also, wir gucken nach, wie viel Energie aus dem Futter in der Kuh bleibt und wie viel als Wärme abgegeben wird. Populär gesagt, wir messen hier, wie viel Kalorien die Kuh verbrennt von der Futteraufnahme. Das Ganze geschieht dadurch, dass wir Frischluft durch die Kammer saugen, das Tier atmet und wir können nachher messen, wie viel Sauerstoff das Tier verbraucht hat, wie viel Kohlendioxid produziert wurde und wie viel Methan. Aus diesen drei Größen können wir dann nachher ausrechnen, wie viel Wärme produziert worden ist. Wir können also mit Hilfe dieser Kammer eine Energiebilanz bestimmen. Die Tiere sind an den artfremden Aufenthalt in der Kammer langsam gewöhnt worden. Damit die Kuh nicht alleine steht, haben wir auch immer noch ein zweites Tier daneben. Die sehen sich durch die Scheibe in den beiden Kammern, sodass sie ihren Herdeninstinkt auch ausleben können, in dem Sinne, dass sie sich wenigstens gegenseitig sehen. In der Kammer bekommen die Tiere ihr Futter wie gewohnt. Als Wiederkäuer ist die Kuh mit 4 Mägen ausgestattet. In einem davon, dem Pansen, produzieren spezielle Mikroben während der Verdauung das so schädliche Methangas. Wann und wie viel und zum Teil auch wieso, das können die Forscher am Computer genau auswerten. Hier ist 6:30, das ist also der Versuchsbeginn heute Morgen. Die Tiere haben Futter vorgelegt bekommen und sie sehen, dass also sofort, nachdem sie begonnen haben zu fressen, steigt also die CO2-Konzentration an. Sie sehen, dass die Kurven ungefähr parallel verlaufen. Wenn wir uns jetzt mal die Methankurve anschauen, dann sehen Sie, dass über den gesamten Zeitverlauf, das heißt also von gestern Abend an bis zu unserem Versuchsprogramm, dass die Kurven unterschiedlich sind. Die Methankonzentration in der Kammer 1, dort wo unsere milchgebende Kuh drin ist, ist über den gesamten Verlauf niedriger. Dieser Unterschied in der Methanproduktion ist dem geschuldet, dass sie unterschiedliches Futter bekommen. Die Kuh, die 35 Liter Milch gibt, muss wesentlich mehr Konzentratfutter bekommen. Und dieses bewirkt im Pansen eine Reduktion der Methanproduktion und damit also auch eine unterschiedliche Konzentration des Methans in der Kammer. Auch das Melken wird in der Kammer durchgeführt. Damit die Atemluft des Melkers die hier gewonnenen Daten nicht verfälscht, muss er eine Atemmaske tragen. Die Wissenschaftler um Dr. Derno können nachweisen, dass die Futterzusammensetzung eine wesentliche Rolle bei der Methangasproduktion spielt. Doch wie man für die Kuh die lebensnotwendigen Mikroben im Pansen ersetzen kann, bleibt noch ein ungelöstes Problem. Der Wiederkäuer hat sich über Millionen Jahre entwickelt. Da können wir jetzt innerhalb von 20, 30, 100 Jahren nicht das verändern, was also die Evolution hervorgebracht hat, ohne dass man das Tier dann im Endeffekt schädigt. Natürlich kann ich die Pansenmikroben über irgendwelche Chemikalien tot machen, bloß dann stirbt auch das Rind. Der Fleischkonsum ist ungebrochen. In Deutschland werden im ersten Quartal 2009 fast 2 Millionen Tonnen produziert. 70% davon sind Schweinefleisch. Das bedeutet Massenproduktion, industrielle Tierhaltung mit immer stärkerer Automatisierung in Aufzucht, Haltung und Schlachtung. Für den Verbraucher oft verbunden mit Qualitätseinbußen. Daher soll dabei immer weniger dem Zufall überlassen werden. Die Tiere als Fleischlieferanten müssen perfekt funktionieren. Dafür wird auch der noch ungeborene Nachwuchs kontrolliert. Was Sie hier sehen, das ist eine tragende Jungsau. Etwa der 30. Trächtigkeitstag nach der Besamung. Und Sie werden hier eine Operationstechnik sehen, die international eine absolute Neuheit ist. Was ist das Neue an dieser Operationstechnik? Durch technische und methodische Entwicklung ist es möglich,
dass wir mit einer endoskopisch geführten Ultraschallsonde, also einer Sonde, die wir mithilfe einer Optik im Bauchraum bewegen, können wir durch die Gebärmutter des Schweines hindurch das Leben der Föten, und das sind die noch nicht geborenen Ferkel, verfolgen. Wie schnell wachsen sie? In Abhängigkeit von der Genetik oder in Abhängigkeit von der Fütterung? Und wie wirkt sich das, was bereits im Bauch, in der Gebärmutter der Schweine passiert, auf das Leben der Ferkel nach der Geburt aus? Das ist das, was uns hier interessiert. Die trächtige Jungsau kommt aus den institutseigenen Beständen. Die Untersuchung mit Sonde und Ultraschall ergibt 10 Föten in der Gebärmutter. Gemessen werden auch Größe, Blutfrequenz und Herzaktion des ungeborenen Nachwuchses. All das soll neben höherer Effizienz des Wurfes indirekt auch dessen Schutz dienen. Die Tierproduktion wird in der Bevölkerung mit kritischen Augen zum Teil gesehen. Und wir möchten, dass im Rahmen einer nachhaltigen Schweineproduktion möglichst optimale Ferkelzahlen das Licht der Welt erblicken. Optimal in Bezug auf das Alter der Sau, die Größe der Sau, die Funktionsfähigkeit der Gebärmutter. Es ist also nicht das Ziel, sehr viele Ferkel zu produzieren, die dann nicht zum erwachsenen Schwein heranreifen, weil die Vitalität möglicherweise eingeschränkt ist, sondern möglichst ausgeglichene Würfe. Während hier noch die ungeborenen Föten untersucht werden, kommen nicht weit entfernt ihre unlängst geborenen Vorgänger kräftig zu Wort. Mitarbeiter der Abteilung Verhaltensphysiologie nehmen typische Laute von Ferkeln auf. Es geht um den Stress, den auch Tiere haben können. Rund 26 Millionen Schweine gibt es in Deutschland. Gehalten werden sie zumeist in großen Mastanlagen, immer in Konkurrenz miteinander, wenn es um das Fressen geht. Dabei kommt es häufig zu Stress und Verletzungen der Tiere untereinander. Die dabei entstehenden Laute der Tiere interessieren den Verhaltensforscher Gerhard Manteuffel und seinen Kollegen Peter Christian Schön. Sie analysieren unterschiedliches Schreien, Grunzen und Quieken der Schweine für eine grundsätzliche Frage. Können Emotionen bei Nutztieren ihre Gesundheit und Leistung beeinflussen? Die Wissenschaftler haben die verschiedenen emotionalen Laute bei Schweinen in unterschiedlichen Stresssituationen ausgewertet und einen speziellen Katalog tierischer Geräusche aufgebaut. Da gibt es Quieker und Grunzer, dann gibt es diese Übergangslaute zwischen Quiek und Grunz, Grunz und Quiek. Also das sind auch welche, die vorkommen. Und bei den Schreien, da gibt es so viele verschiedene Typen, dass man gar nicht sagen kann, also das ist schon sehr differenziert. Wesentliche Stresslaute können die Forscher schon länger unterscheiden. Das ist so ein typisches Grunzgeräusch. Sie hören jetzt hier auch schon die niederen Frequenzen eigentlich eher. Es ist eher ein tiefer Ton. Und der zeigt eben, dass das Schwein jetzt eigentlich ruhig ist. Ein Kontrastbeispiel. Es gibt Behandlungen beim Tier durch den Tierarzt. Und das hören wir jetzt hier. Dann haben wir hier gehört, auch wie diese hohen Frequenzanteile dieses schreiende Quieken enthalten sind. Welche Bedeutung aber hat diese Grundlagenforschung für das tägliche Essen, für den Konsumenten von industriell produziertem Schweinefleisch? Daran kann der Verbraucher aus zwei Gründen interessiert sein. Einmal, weil es ihm doch daran gelegen ist und gelegen sein sollte, dass die Tiere unter guten Bedingungen aufwachsen, unter denen sie nicht belastet werden. Und zweitens, eben weil auch die Qualität von so erzeugten Produkten dann für den Verbraucher bedeutet, dass sie von besserer Qualität sind und insbesondere da Stresshormone beim Schweinefleisch speziell sich auf die Wässrigkeit und so weiter auswirken, also auf das, was man bei Schweinefleisch eigentlich nicht möchte, das Schnitzel, das in der Pfanne zusammenschnürt. Ein weiteres Ziel der Forscher, der Abbau von Stress. In einer Versuchsreihe werden Schweine auf bestimmte Töne konditioniert, wenn die regelmäßige Fütterung ansteht.
Schweine lernen sehr gut, akustische Signale zu unterscheiden. Und jedes dieser einzelnen Individuen in der Gruppe hat seinen eigenen Rufton. Der Sinn dahinter ist, eben einmal den Tieren Beschäftigung zu bringen, sie auch motorisch aktiv zu halten, aber auch das Management zu bedienen insofern, als dieser Stress, der bei gleichzeitiger Fütterung auftritt, um diesen Stress abzubauen, indem die Tiere nacheinander und ruhig zum Fressen gehen. Erstaunliches passiert im Versuchslabor. Die konditionierten Schweine konkurrieren überhaupt nicht um das angebotene Futter. Ein positives Ergebnis in zweifacher Hinsicht. Wir hatten durchaus gedacht, ja, tierschutzrelevante Verbesserungen bringt das bestimmt. Aber interessanterweise haben wir zeigen können, dass die Fleischqualität dieser Tiere tatsächlich besser war. Das hat uns selbst gewundert. Und wir können im Moment eigentlich nur vermuten, woran es liegt. Vielleicht dadurch, dass die Tiere aktiver waren, sich mehr bewegt haben und damit in gewissem Sinne ihre Muskulatur auch mehr trainiert haben, als die Tiere, die den ganzen Tag mehr oder minder apathisch daliegen und warten, dass die nächste Fütterungszeit kommt. Wer den Tieren so auf den Grund geht, mag sie vielleicht gar nicht mehr essen. Was ist das Lieblingsgericht dieser Forscher? Was ich so wirklich mag, sind Königsberger Klopse zum Beispiel oder so etwas. Also, oder ein sehr schönes Steak vom Rind. Gestern habe ich grünen Hering gebraten, satt gegessen. Hat mir wunderbar gemundet. Ich könnte da nur sagen, ich bin kein großer Fastfood-Fan. Also alles, was Qualitätsessen ist, liegt mir schon sehr. Raketenstart in Baikonur, der Steppe Kasachstans. Dorfimpressionen aus der vorpommerschen Provinz. Künftig werden Satelliten die Produktion und Qualität von Getreide immer mehr beeinflussen. Über den Dächern von Brandenburg an der Havel. Hier sitzt die Zukunft der Landwirtschaft, glauben die Betreiber dieser Antennenanlage. Sie analysieren und kartografieren Anbauflächen weltweit, damit Ernteerträge noch größer und besser planbar werden. Da geht es dann zum einen darum, Dünger zu sparen an den Stellen, wo er nicht gebraucht wird und genug auszubringen, wo er gebraucht wird. Es geht also einmal um eine Einsparung von Ressourcen. Zum zweiten geht es darum, Ertragspotenzial zu erhöhen. Das ist insofern und mit Blick auf eine nähere Zukunft relevant, dass auf eigentlich immer geringeren Flächen immer intensiver Nahrungsmittel produziert werden müssen. Im Sommer 2008 hat das Startup-Unternehmen RapidEye 5 etwa kühlschrankgroße Satelliten ins Weltall bringen lassen. In über 600 Kilometer Höhe umkreisen sie die Erde in regelmäßigen Abständen und können bei wolkenlosem Wetter jeden Punkt der Erde fotografieren. Mit einer Detailgenauigkeit von 5 Metern. Die Informationen aus dem Weltall landen hier im Auswertungsraum der Firma in Brandenburg. Computerspezialisten, Geologen und Geografen verarbeiten die Rohdaten zu digitalen Geländemodellen. Mithilfe spezieller Satellitenkameras kann Christian Stein den Wachstumsprozess auf den Feldern jedes einzelnen Bauern genau beobachten. Entscheidend dafür ist die Erfassung des Chlorophyllgehaltes der angebauten Pflanzen. Ein besonderer Bereich, den unsere Kameras im elektromagnetischen Spektrum aufnehmen, liegt zwischen dem sichtbaren roten Licht und dem nahen infraroten Licht. Das ist der sogenannte Red Edge Kanal. In diesem Bereich kann man besonders gut den Chlorophyllgehalt der Pflanzen bestimmen, besser als das vorher möglich war. Aussagen über den Chlorophyllgehalt sind natürlich eng verknüpft mit Aussagen über den Stickstoffgehalt einer Pflanze. Und der Stickstoffgehalt einer Pflanze bestimmt den Düngebedarf, den diese Pflanze hat. Das heißt also, wenn man Produkte, die auf der Basis dieses Wellenlängenbereiches erstellt sind, dem Landwirt an die Hand gibt, kann er seine Stickstoffdüngung optimal anpassen. Ein Agrarbetrieb im Dorf Fahrenwalde, nahe der polnischen Grenze. Hier wird Landwirtschaft buchstäblich großgeschrieben. Jürgen Ohls und Kollegen bewirtschaften über 3600 Hektar, hauptsächlich mit Raps und Weizen. Dabei setzen sie schon lange auf neueste Technik, immer mit dem Ziel, die vorhandenen Erträge zu optimieren.
Etwa mit diesem Traktor, der per GPS-steuert seine zentimetergenauen Bahnen zieht, während der Fahrer das Resultat beobachten kann. Auch bei der Düngung der Getreidefelder funktioniert alles genau nach Plan und mit modernsten Mitteln. Hier im konventionellen Landbau wird im großen Stil mit Stickstoff den Hochleistungspflanzen auf die Sprünge geholfen. Zurzeit kann man eigentlich sagen, sind wir mittendrin in der zweiten Stickstoffgabe. Das heißt, kommen die Pflanzen aus dem Winter, düngt man generell erstmal 50 bis 80 Kilogramm Stickstoff pro Hektar, um die Pflanze auch zum Leben zu erwecken. Und wenn sich dann loswächst bzw. jetzt anfängt zu strecken, was man auch sehen kann, da die Pflanze ja noch 50 bis 80 Zentimeter in die Länge wächst, braucht sie die zweite Stickstoffgabe. Schon jetzt analysiert Ohls mit am Traktor angebrachten Sensoren die jungen Pflanzen. So kann er ebenfalls mit Hilfe des Chlorophyllgehaltes erkennen, welche Teile des Bodens bereits genügend gedüngt sind und wo das Getreide noch Hilfe brauchen kann. Doch diese Methode ist sehr aufwendig und noch nicht die perfekte Lösung. Christian Stein ist zu Besuch in Fahrenwalde. Er möchte den Betrieb hier als Pilotprojekt für die Rapid-Eye-Idee gewinnen. Die Satellitenbilder sollen Jürgen Ohls und seinen Mitarbeitern noch genauere Erkenntnisse über ihre Böden und das Wachstum der Pflanzen verschaffen. Guck mal hier, und auch die Gerste, ne? Wie ist es? Wie dunkel sie ist? Die Satellitenüberwachung kommt gut an, denn für die Landwirtschaft von morgen ist sie der nächste logische Optimierungsschritt der bisherigen Arbeit. Bevor wir düngen, gehen wir auf die einzelnen Schläge, messen mit einem Stickstofftester die Gehalte und dann zeigt uns die Tabelle, wie viel Stickstoffbedarf da ist. Das ist ein enormer Aufwand. Das bedeutet für uns manchmal ein oder anderthalb Tage Arbeit. Und trotzdem könnte man ja was übersehen. Während wenn ich diese Satellitenbilder sehe, habe ich sie in einer kompletten Einheit und kann danach das Düngesystem im Betrieb gleich steuern, sodass man sich im Prinzip Arbeit spart und eventuell sogar noch gezielter vorgehen kann. Die Informationen aus dem Weltall sollen in den nächsten Jahren möglichst viele Landwirte nutzen können. Ein Bauer mit Laptop auf dem Feld wird künftig immer normaler werden. Denn der Bedarf an Getreide und damit lebenswichtigen Nahrungsmitteln wächst unaufhörlich weiter. Bei so viel Hightech und ökonomischer Vernunft, wo bleibt da der Genuss? Was essen der Turbolandwirt und der Satellitenspezialist eigentlich am liebsten? Ich würde mal sagen, Putengeschnetzeltes mit Reis zurzeit. Oder, was ich auch gerne esse, und das passt zur Landwirtschaft, das ist ein Bauernfrühstück. Saltimbocca alla Romana. Oh, Moment. Knackiges Obst und leckere Früchte. Ein Fest der Sinne. Ein Vitaminschub durch leichte Kost, aber nur, wenn alles schon reif oder noch richtig frisch ist. Die Haltbarkeit von Früchten und Lebensmitteln. Was gibt es Neues in der Forschung? Beispiel Bananen. Sie reifen nicht am Baum, sondern im heimischen Früchtegroßmarkt. Vorzeitig gepflückt und transportiert werden sie dann in speziellen Kammern bis zum Verkauf gelagert. Mit Temperaturmessung und Farbvergleich kann man bislang aber nur recht mühselig und ungenau feststellen, wann die Bananen richtig reif und für den Verkauf geeignet sind. Am Potsdamer Institut für Agrartechnik feilt man an einer praktischen und genaueren Lösung. Entwickelt wurde hier ein Reifegradscanner. Er misst mit einem Spektrometer den Chlorophyllgehalt und kann damit bei Früchten den optimalen Zeitpunkt zum Verzehr feststellen. Für den Verbraucher bringt es den Vorteil, dass er einfach am Ende besser weiß, ob das Produkt die Qualität, ich sage mal, beinhaltet, die er auch sich wünscht. Dass er nicht nur jetzt eine leere Hülle kauft, die wohl hübsch aussieht, aber er eigentlich nicht weiß, hat das Produkt die Qualität, die er eigentlich erwartet. Das heißt, wenn er reinbeißt, möchte er wirklich ein reifes und gut schmeckendes Produkt und nicht irgendwo einen faden Apfel, der eigentlich nie richtig reif geworden ist. Bei den Spezialisten in den Großmärkten kommt die Entwicklung gut an. Mit einem Scan pro Kiste weiß man, ob die Bananen wirklich reif sind.
So ein Scanner kostet jedoch 6.000 Euro. Das ist dem Handel noch zu viel. Das muss man ganz ehrlich sagen, im Augenblick ist der Zustand in Deutschland so, dass Qualität nicht bezahlt wird. Das heißt also, diese teure Technik ist sicherlich für die Zukunft hochinteressant. Wir arbeiten ja an Zukunftslösungen, aber im Augenblick ist einfach die Wertschöpfung im Obst-Gemüse-Bereich so gering, dass sich solche Investitionen nur schwierig rechnen. Besser sieht es da bei den einheimischen Obstsorten aus. Am Max-Rubner-Institut in Karlsruhe kämpfen Wissenschaftler gegen Pilzbefall und dadurch verursachten Schimmel. Am Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel werden Hightech, aber auch unkonventionelle Lösungen eingesetzt. Der gefährlichste Pilz im Lager ist der Cloesporium-Pilz. Ein kreisrunder brauner Fleck mit einem Kranz umrundet und in der Mitte ist ein kleiner Punkt. Und über diesen kleinen Punkt, nämlich einer einzigen Zelle, ist der Pilz in das Fruchtfleisch hineingewachsen. Und diesen Pilz gilt es zu bekämpfen, weil er 98% des Lagerschadens ausmacht. Bernhard Tauscher und seine Kollegen setzen dagegen auf die Kraft des heißen Wassers. Die Äpfel bekommen ein Bad und der Pilz wird erfolgreich abgetötet. Ein Verfahren, das nur auf den ersten Blick ganz einfach und logisch erscheint. Die experimentellen Serien sind relativ einfach zu machen, nur wir müssen ja dann monatelang lagern, um den Erfolg zu sehen. Und dann ist die Ernte vorbei. Das heißt, wir mussten immer wieder zur neuen Ernte hin warten und arbeiten. Und da hat sich herausgestellt, 53 Grad für 2 Minuten, nicht mehr, nicht weniger, ist optimal, gerade für die Sorte Topaz, die im ökologischen Landbau angewandt wird. Und diese Methode hat sich am Markt durchgesetzt. Die einheimischen Bio-Obstbauern nutzen das Tauchbad nach jeder Ernte. Wenn Sie in Zukunft im April noch Bio-Äpfel kaufen können, können Sie sicher sein, dass Sie dieses Verfahren durchlaufen haben, weil chemische Behandlungen sind nicht erlaubt im Biolandbau. Die konventionellen Leute sind aber auch an der Sache interessiert, weil der Spritzmitteleinsatz begrenzt ist. Es gibt nur noch wenige Spritzmittel, die zugelassen sind. Spritzmittel kosten Geld. Der Verbraucher will keine Spritzmittel mehr, also greift man zu solchen Low-Tech-Technologien. Die ewige Frage im Supermarkt. Ist ein leicht verderbliches Produkt noch gut, auch wenn das Haltbarkeitsdatum erreicht ist? Lebensmittel sollen künftig noch mehr über ihren Zustand aussagen können. Verfahrenstechniker haben dazu spezielle Temperaturetiketten entwickelt. Sie können anzeigen, ob etwa eine Packung Fischstäbchen auch durchgehend gekühlt wurde. Diese Etiketten sind für gefrorene Produkte. Sie sollen durch einen Farbumschlag anzeigen, ob die Kühlkette unterbrochen wurde. Das Etikett wird mit UV-Licht aufgeladen, ist dann blau. So kann man sehen, ob die Kühlkette unterbrochen wurde. Und der Konsument ist auf der sicheren Seite, dass sein Produkt auch richtig gehandhabt wurde. Anhand von Eis in einer Heizplatte kann man das sehr gut demonstrieren. Legt man den TTI auf Eis, wird er sich kaum verfärben. Legt man ihn auf eine warme Heizplatte, entfärbt er sich sehr schnell. Noch ist der Handel gegen die Einführung solcher Etiketten. Der Kunde könnte ein Produkt ja zu lange in der Sonne liegen lassen und später Ersatz fordern. Kein Argument, sagen die Wissenschaftler. Man könnte zum Beispiel das intelligente Etikett an der Kasse einscannen, sodass der Kunde und auch der Einzelhandel einen Beleg hat, wie das Produkt zum Zeitpunkt des Verkaufs aussah. Der Fisch. Neben Fleisch und Pflanzen das dritte Hauptnahrungsmittel der Menschheit. Ob gebraten, gedünstet, im Ganzen oder in kleinen Teilen. Als Vorspeise oder Beilage. Aus Meer, Fluss oder See. Der Fisch gilt als besonders gesunder und vielfältiger Genuss. Zu Besuch bei der Deutschen See, dem Marktführer in Vertrieb und Verarbeitung von Fischprodukten aus aller Welt. Das Geschäft lebt heute von der Schnelligkeit, mit der auch die seltensten Sorten in den Geschäften verfügbar sein müssen. Und von der Güte der Fische. Die Ware wird auf Sensorik kontrolliert. Sensorik heißt Aussehen, Geruch, Konsistenz. Dort unterscheiden wir einmal die Kiemen, die
Die müssen schön rot sein. Wir müssen eine Schleimbildung am Fisch haben. Er muss klare Augen haben und er muss frisch riechen. Ein Fisch sollte niemals fischig riechen, sondern je nach Art hat er unterschiedliche Gerüche, vom Heuigen zu das Melonige, ganz je nachdem von der Art. Hier am Hauptsitz der Firma in Bremerhaven kommen auch die großen, stark nachgefragten Fischsorten zur Verarbeitung an. Täglich bis zu 11 Tonnen Lachs werden hier ausgenommen, mit modernster Technik gescannt und millimetergenau filetiert. Die Mitarbeiter nennen das Fließband hier die Lachsautobahn. Besonders vor Weihnachten und Ostern läuft die Maschine ununterbrochen, wie Betriebsleiter Heiko Frisch weiß. Denn Fisch ist sehr im Kommen. In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach Fisch innerhalb von Deutschland und Europa sehr stark gestiegen. Das heißt, man hat, ich glaube, in Deutschland haben wir in den letzten Jahren 3 bis 4 Kilo, glaube ich, zugelegt. Und ich schätze mal, dass wir gut sind für mindestens 10 Kilo pro Kopfverbrauch innerhalb von Deutschland. Das bedeutet natürlich, dass die Nachfrage in den nächsten Jahren immens steigen wird. Die Weltmeere sind jedoch vielfach schon leer gefischt, bekannte Fischarten vom Aussterben bedroht. Die Alternative heißt Aquakultur. Dieser Lachs kommt schon aus Zuchtbeständen in Norwegen. Experten sind sich sicher, nur der Fischzuwachs aus Aquakulturen kann den steigenden Bedarf weltweit ausgleichen. Solche Fischfarmen vor den Meeresküsten gibt es immer mehr. Hier werden die Tiere, wenn sie reif sind, regelrecht geerntet. Zuchtfisch statt Wildfang bringt der Lebensmittelindustrie mittlerweile deutliche Vorteile. Wir bekommen Aquakultur-Kabeljau, wenn wir den bestellen. 2 Tage später haben wir ihn letztendlich hier vor Ort. Wir wissen genau die Mengen, wir wissen die Größen. Das heißt, viel sind die besser für uns zu planen, aber auch für den Handel oder auch für den Endverbraucher. Der Handel weiß einfach, er bestellt und es wird geerntet aus dieser Aquakultur und es steht zur Verfügung. Beim Wildfang haben Sie immer die Situation, gucken Sie nach draußen, es ist Sturm, schlechtes Wetter, es ist eisig, es sind Naturgewalten da, das heißt, es ist nicht vorhersehbar. Mit dem Wachstum der Aquakulturen steigen auch die Probleme für die Umwelt und bei der Fischqualität. Billigfutter und Medikamentendoping beeinträchtigen darüber hinaus den Fischgenuss. Die EU will daher mit einem groß angelegten Forschungsprogramm Nachhaltigkeit und Qualität steigern, auch in der Binnenfischerei. Beispiel Karpfenzucht. Fischverkostung im Sensoriklabor. Testpersonen, sogenannte Laien, sollen die zubereiteten Karpfenportionen anonym bewerten. Wir vergleichen in diesem Zusammenhang 3 verschiedene Zuchtsysteme. Das ist einmal die traditionelle Monokultur in Polen, wo der Karpfen, der gemeine Karpfen, mit Getreide, also Weizen oder Mais, gefüttert wird. Zum zweiten ist es auch wiederum Karpfen aus Monokultur, aber dann mit natürlichem Futter, also Plankton, das sind kleine Krebse, können Algen sein. Und zum dritten auch wiederum der gemeine Karpfen aus Polykultur, wiederum mit natürlicher Fütterung. Und auf diese Weise können wir dann eben feststellen, inwiefern die Fütterung Einfluss auf die Qualität und den Geschmack des Karpfens nimmt oder inwiefern auch die Haltungsform, also Monokultur oder Polykultur, dann zusammen mit anderen Karpfenarten ebenfalls Einfluss nimmt. Natürliches Fischfutter gegen künstliches, rein aus Getreide. Wie wirkt sich das auf den Geschmack aus? Wird es überhaupt einen Unterschied geben? Im Sensoriklabor am Technologietransferzentrum in Bremerhaven lässt man in der ersten Runde die Laien ein Urteil fällen. Dann kommen die Experten. Sie sind zusätzlich als Tester ausgebildet, sollen Geschmacksunterschiede genauer benennen und erkennen können. Jeder von euch hat ja jetzt Attribute aufgeschrieben, von denen er meint, dass er den Geruch und den Geschmack des Karpfens charakterisiert. Pilzig und erdig. Um das zu klären, vielleicht einfach mal eine Kartoffel essen. Ist die Kartoffel eine Referenz für erdig? Die Expertenrunde soll Geruch und Geschmack der jeweiligen Probe einschätzen. Und vor allem mit Beschreibungen näher eingrenzen. In der Diskussion einigt man sich auf die wesentlichen Attribute. Zusammen mit den Ergebnissen aus dem Laientest gibt es eine erste, klare Aussage. Die Konsumententests haben gezeigt, dass der Karpfen, der mit Getreide gefüttert wurde, am schlechtesten abschneidet, sowohl beim Geruch als auch beim Geschmack. Und eindeutig haben auch die Experten hier Unterschiede festgestellt zwischen diesen beiden Sorten.
Und man kann sagen, dass bei beiden Geschmack und Geruch eine erdige Note sehr hervortritt. Beim Geschmack zusätzlich noch eine gewisse Süße, die eventuell auf Ablehnung stößt. Aber welche Substanzen jetzt wirklich dahinter stecken, das muss die chemische Analytik dann aufklären. Die chemische Analyse in der Geschmacksforschung gibt es erst seit einigen Jahren. Doch man sagt ihr eine große Zukunft voraus. Die Fischprobe wird als erstes in einen flüssigen Grundstoff aus Säure und Methanol umgewandelt. Der Chemiker Hubert Lauterbach gibt diese Verbindung in hoher Konzentration in den Gaschromatographen. Dieses Gerät trennt das Gemisch in einzelne chemische Verbindungen auf, die durch ihre unterschiedlichen Molekülstrukturen für den Geschmack verantwortlich sind. Hier sehen wir alle detektierten chemischen Komponenten. In unserem Fall sind es die Fettsäure-Methylester, die wir durch die Umesterung gewonnen haben. Und wir sehen hier eine große Anzahl von Fettsäuren. Aber nur ein gewisser Anteil ist für den Geschmack zuständig. Es gibt viele Stoffe, die haben auf den Geschmack keinen Einfluss. Da hat der Mensch kein Geschmacksempfinden dafür. Und es gibt Stoffe mit sehr kleinen Konzentrationen, die werden stark wahrgenommen. Also in einem Spektrum, was ich aufgenommen habe von einem Lebensmittel, sind immer Aromastoffe beinhaltet. Und Ziel ist es, diese Aromastoffe zu ermitteln, um letztendlich gewisse Zuordnung machen zu können zu den sensorischen Bewertungen durch den Geschmackstest. In einigen Jahren wird es möglich sein, die Geschmacksstoffe von Lebensmitteln komplett chemisch zu ermitteln und dann synthetisch nachzubauen. Heute schon setzt man die Erforschung der Geschmacksmoleküle ein, um menschliche Tests zu ersetzen. Als positiven Effekt erhofft man sich dabei natürlich eine stärkere Objektivierung. Man ist nicht mehr so abhängig von der Meinung eines Panels oder gar einer Einzelperson, was zum Beispiel ja bei emotionalen Lebensmitteln wie Wein eine große Rolle spielt. Da entscheidet ja oft eine Person über Sein und Nichtsein eines Weines am Markt oder generell eines Produktes. Und davon möchte man sich loslösen. Man hat also erstmals ein objektives Mittel zur Verfügung, das Aussagen zur Qualität machen kann. Und auch zum Beispiel einem Wein analysiert, warum dieser Wein 500 Euro wert ist und der andere eben nur 5 Euro. Und was hat die chemische Analytik beim Karpfentest zusätzlich festgestellt? Noch ein Minus für das künstliche Futtermittel aus Getreide. Denn es ist weniger gesundheitsfördernd. Ganz besonders herauszustellen sind die Ergebnisse der Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Da ist festzustellen, dass der Fisch mit natürlichem Futter einen wesentlich höheren Anteil besitzt als der Fisch, der mit Getreide gefüttert wurde. So schön und lecker Fische aus Zuchtanlagen aussehen können. Ein großes Minus bringt ihre Herstellung mit sich. Denn Fische aus Aquakulturen in stehenden Gewässern produzieren viel Abwasser, das ersetzt oder aufwendig gereinigt werden muss. Unterwegs auf dem Müggelsee bei Berlin. Christoph van Balegoy und Bernhard Rennert sind Forscher am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Seit Jahren arbeiten sie an der nachhaltigen Nutzung von Fischzuchtanlagen. Für das schädliche Abwasser der Fische haben sie jetzt eine ungewöhnliche, aber so einfache wie geniale Lösung gefunden. Auf dem Institutsgelände ist ihre schon mehrfach prämierte Forschungsidee in einem Gewächshaus untergebracht. Ein Gewächshaus, das es in sich hat. Denn hier gibt es Fische. Diese leicht zu züchtenden Buntbarsche sind der entscheidende Wachstumseffekt für die zweiten Gewächshausbewohner, Tomatenpflanzen. Eine ganz gewöhnliche Sorte aus dem Baumarkt, die hier unter fast tropischen Bedingungen ohne zusätzliche Düngemittel glänzend gedeiht. Wir produzieren hier tatsächlich sogenannten Biofisch und Biotomaten mit nachhaltiger Energie. Das heißt, wir benutzen Wasser zweifach. Also eigentlich machen wir aus, was ich vorhin schon sagte, aus einem negativen Abfall einen positiven Abfall und züchten damit Tomaten. Das heißt, wir haben eine Gebäudehülle, in der wir zwei Produkte herstellen. Der negative Abfall ist das von den Fischen produzierte Ammonium. Es ist giftig für sie und daher muss das Wasser in Zuchtanlagen regelmäßig ausgetauscht werden. Bernhard Rennert hat dagegen einen speziellen Biofilter auf Bakterienbasis entwickelt. In diesem Filter wird das Ammonium, welches von den Fischen über die Kiemen ausgeschieden wird, nitrifiziert. Das heißt, das Ammonium wird über Nitrit zu Nitrat oxidiert. Und Nitrat stellt dann einen nicht toxischen Inhaltsstoff für die Fische dar.
und gleichzeitig einen sehr wichtigen Pflanzennährstoff. Die Tomatenpflanzen bekommen das von den Bakterien erzeugte Nitrat direkt aus dem gereinigten Wasser. Ihre Wurzeln brauchen keine Erde mehr. Dieses Verfahren nennt man Hydroponik. 120 Pflanzen im Versuchsgewächshaus produzieren pro Jahr eine Tonne Tomaten. Doch nur einen Teil des gereinigten Wassers brauchen die Pflanzen. Der große Rest geht zurück in die Fischzucht. Und noch einen nachhaltigen Schritt haben sich die Forscher hier einfallen lassen. Das von den Tomatenpflanzen verdunstete Wasser wird über sogenannte Kältefallen aufgesammelt und auch wieder in den Fischkreislauf eingespeist. Zwei autarke Kreisläufe zu verbinden und dabei kaum Fremdenergie zu verbrauchen, das soll nicht nur im Elfenbeinturm der Wissenschaft funktionieren. Die Erfinder haben konkrete Pläne. Wir haben uns jetzt überlegt, dass wir das in einer abgespeckten Version tatsächlich herstellen. Für den Hobbygärtner, für den Hobbyfischzüchter, den Aquaristen, dass wir sagen, gut, wir machen eine kleine Grundfläche von 21 Quadratmeter, machen darauf irgendwie genau das System, wie gesagt, ohne hohe Technologie, ohne große Messwerte, Messeinheiten. Und jeder kann sich das dann in seinen Garten stellen und tatsächlich Tomaten oder auch andere Pflanzen sind möglich, Tilapien, auch andere Fische sind möglich, züchten. Das ist jetzt unsere abgespeckte Variante. In der Idee steckt noch mehr Potenzial. Zwei schmackhafte Nahrungsmittel in einem Haus zu züchten, das könnte doch auch in ganz anderen Größenordnungen funktionieren. Die Vision ist tatsächlich, nach Holland zu gehen, nach Spanien, in die großen Tomatenzuchtanlagen und zu sagen, ihr habt sowieso große Gewächshäuser, ihr habt eine große Wärmebildung, machen wir doch irgendwie eine Fischkultur dazu. Das wäre so, was wir uns vorstellen. Bis das soweit ist, lassen sich die Berliner Forscher die Früchte ihrer Arbeit ab und zu auch selber schmecken. Geräucherte Tilapien an Tomaten mit Mozzarella und ein trockener Rotwein. Reine Qualitätskontrolle. Und was essen die Fischspezialisten aus Bremerhaven und Berlin am liebsten? Vielleicht mal wieder Fleisch? Meine absolute Lieblingsspeise ist tatsächlich ein Fisch, und zwar der Tilapia. Also Schellfisch mit Senfsoße ist es nicht, aber ich habe ein Flebel für Plattfische, das heißt Scholle, Limandes, Seezunge. Bacalao al Brass, also Kabeljau auf eine herkömmliche Art und Weise, wie es in Spanien hergestellt wird oder in Portugal, in einer Pfanne angebraten mit Zwiebeln, ist tatsächlich meine Lieblingsspeise. Fleisch, Getreide, Fisch und Früchte. Auch in Zukunft bleiben sie die Grundnahrungsmittel, trotz industrieller Produktion und Verarbeitung. Alles Weitere entscheidet der Verbraucher.